Hallihallo, heute mal ein Video zu XRDP. Vielen Dank an SimpaVideo. Zufällig gesehen in einem anderen Video von dem, dass es XRDP gibt. Und wir schauen uns mal, wir sind hier unter Saucy Salamander. Wir schauen mal, was ist denn das mit dem XRDP, ne? Remote Desktop Protocol kannte ich eigentlich bisher nur von Windows, ne? Also wie gesagt, dass man zu einem Windows-Rechner eine Verbindung aufnehmen kann, habe ich schon diverse Videos gemacht. Aber man kann auch zu einem Linux-Rechner per RDP eine Verbindung aufbauen. Als wäre das so ein Windows-Rechner und bekommt den grafischen Desktop. Das habe ich mal gemacht, ne? Ich habe ja letztens mal so ein Video gemacht über meinen virtuellen Server bei Strato und da habe ich das mal drauf gemacht und da noch einige kleine Hinweise, dass man das nicht einfach so durchhandeln kann wie auf einem lokalen Rechner. Also gut, ich habe das hier im lokalen Netzwerk mal nachgestellt. Gut, immer wenn ihr seht, @Client, dann bin ich hier auf meinem lokalen Rechner, auf meinem Ubuntu 13.10. Und immer wenn ihr seht, @Server, dann bin ich auf dem Server. Gut, loggen uns erstmal auf den Server ein. Also mein Server ist eigentlich nur ein Laptop, aber der ist hier im lokalen Netzwerk. Und da habe ich OpenSSH schon installiert, damit ich da überhaupt mal draufkomme auf eine Shell. Root, @ und dann die IP-Adresse hier im lokalen Netzwerk. Normalerweise wäre das euer ganz weit entfernter Server. Ne? Wie dieser eine, aber warum deshalb dieser Hintergrund? 192, 168. 027 hier in meinem lokalen Netzwerk. Gut, Standardport ist bei mir hier im lokalen Netzwerk 22. Ansonsten den ihr auf eurem externen Server eingestellt habt. So, Passwort auf meinem Server ist hier in dem Fall mein Laptop, der hier neben mir steht, den ihr nicht sehen könnt. Ich bin jetzt root. Ja, ihr seht, das ist auch ein Debian, ne? Debian, habe extra mal was anderes installiert. Man sieht, dass ich hier nicht mehr auf meinem Ubuntu-System bin, ne? Und ich habe mich von meinem lokalen Rechner, hier den Klienten, der die IP-Adresse hat, eingeloggt. Gut, clear. Alles clear. So, der Root ganz weit weg, den machen wir jetzt mal da unten hin. Der ist da hinten ganz weit weg. Nein. Bei mir im lokalen Netzwerk der kleine Baum. Gut, was brauchen wir auf dem Server? Also, wenn ihr so eine SSH-Verbindung gar nicht erst herstellen könnt, weil ihr es vielleicht auch nachstellen wollt, dann mit apt-get install OpenSSH-Server-Server. Immer wenn man so schnell ist. So, ne? Das müsst ihr installieren und zusehen, dass ihr auch die Zugriffrechte habt, dass ihr überhaupt auf euren Server, so wie ich jetzt, zugreifen könnt, damit ihr da ein Terminal habt. Ne? So vielleicht hier auf dem lokalen Rechner bin ich der Client. Ne? Client, deshalb steht der Recranite Client. Und da hinten bin ich auf dem Server, auf meinem Laptop hier im lokalen Netzwerk. Oder auf meinem StratoV-Server, den ich mal so angemietet habe. Gut, damit ich eine RDP-Verbindung herstellen kann. apt-get install xrdp. Ne? Das habe ich installiert. Ne? apt-get install xrdp. Gut, Nachteil ist, ne, wenn man jetzt einfach xrdp startet, ne, auf dem Server xrdp, dann läuft der und der läuft ständig. Der läuft dann ständig. Auch nach dem Neustart, ne? Auch selbst wenn ich den Server dann reboot, habe ich ständig RDP offen. Selbst wenn ich OpenSSH gar nicht installiert hätte, ne? Gar keine SSH-Verbindung, gar keine sichere Verbindung, würde der ständig laufen. Das gefällt mir nicht. Habe ich dann hinterher geändert. Aber wie es denn so ist, egal. Ne? Also mein Server ist an. Ne? XRDP ist drauf. Und ich habe auch schon rebootet. Wie logge ich mich denn ein, damit ich mal sehe, was da so los ist? Ne? R-Desk. Top brauche ich dafür. Also, falls ihr das noch nicht auf eurem lokalen Klienten installiert habt, sudo apt-get install rdesktop. Ne? So, und damit rdesktop, Remote-Desktop-Verbindung herstellen. rdesktop will ich eine Verbindung herstellen. Hier, damit das auf meinem Bildschirm schön passt, in eine Auflösung, grafische Auflösung, machen wir mal 1800 mal 800 Pixel. Und dann den Zielserver, ne? Standard RDP-Port ist der 3389 128.0.27 ist die IP von meinem Server, ne? Da will ich jetzt hin. Per RDP eine Verbindung aufbauen, was Grafisches sehen. Ne? Und der Port ist 3389. Wenn der Standardport drin ist, braucht man das nicht angeben. Ansonsten den anderen Port, den ihr mal vielleicht festgelegt habt, zeigen wir gleich. So, was will ich, ne? Mein Server ist an, ne? Mein Laptop ist an. Da muss ich auch nicht eingeloggt sein, so als Root. Ne? Wenn XRDP ständig laufen soll, dann braucht man da gar nichts. Ne? Hauptsache, das Ding ist an.
Hier von meinem Klientrechner aus, von meinem Ubuntu-Rechner aus, stelle ich jetzt eine Remote-Desktop-Verbindung her in der grafischen Auflösung 1800x800 Pixel zu der IP-Adresse von meinem Server. Das könnte auch ein Domänenname sein. Haben wir schon mal gezeigt, wie sowas geht, wie man sowas absichert. So, wir sehen TUDA, ne? Remote-Desktop, ne? Und hier steht auch die IP-Adresse. Und die Auflösung ist, wie gesagt, 1800 mal so und so viele Punkte. Gut. Hier unten den Root, den können wir mal nach unten schieben. So, jetzt muss ich nochmal angeben, der hat den Namen von meinem Klienten übernommen, Seikrane, und den gibt's dann auch auf dem Server tatsächlich. Auf meinem Laptop habe ich auch einen Benutzer Seikrane Passwort eingeben. So, und dann sieht man, dass die Standardeinstellungen aktiviert sind, und jetzt sehe ich meinen Laptop, ne? Obwohl, auf dem Laptop habe ich überhaupt kein Login gemacht, ne? Der ist noch so im Login-Menü. Bitte loggen Sie sich ein, ne? Aber hier bin ich eingeloggt und kriege einen grafischen Display. Wunderbar, ne? Persönliche Ordner, wunderbar. Ja, so geht es, ne? Ich kann mich auch als Root einloggen, wenn ich will. Geht prima. Was mir jetzt nicht gefällt, ist Folgendes. Ne? Wie gesagt, der Login, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, wäre dann beim externen, ganz weit entfernten Server ständig verfügbar, ne? Wenn ein anderer Benutzer da ein Passwort hätte, käme dann sofort so rein. Ne? Ich zeige euch das jetzt mal im grafischen Display, was da auf dem Server so ist. Ne? Wo ist denn dieser XRDP jetzt so gelandet? Ne? Da gibt es ja Unterverzeichnis, Wurzelverzeichnis XRDP. Kann man hier schön zeigen. Ne? Und da gibt es eine XRDP-INI-Datei. Da kann man noch so einiges ändern. Das ist zum Beispiel ganz nett. Den Standardport von 3389 ändern, ne? Dass man da vielleicht was anderes eingeben muss beim Login, ne? Dass man hier hinterher noch schreiben muss, Doppelpunkt, und was anderes als 3389. Gut, schreibt man nichts dahinter, wird das automatisch genommen. Crypt Level Low, ne? Kann man ändern in High. Nur ich hier als Standard-User kann das natürlich nicht. Entweder könnte ich mich jetzt wieder als Root einloggen oder ich mache es besser über SSH, weil als Root einloggen in grafischem Display und dann was machen, ist eigentlich nicht so pfiffig. Ne? Komme ich wieder abmelden. Wunderbar. Und dann geht es wieder zu. Ne? Also das war das Ding hier. Ne? R-Desktop, grafische Auflösung hier. 1800x800 Pixel und dann zum Server hin. Und dahinter halt mit Doppelpunkt noch die Portnummer, falls ihr die geändert habt. Gut, hier sind wir wieder auf unserem Server. Ne? Machen wir ja clear. Dann. Gut, so. Wo haben wir gesehen? Wo war das? CD? ETC XRDP, ne, der Root. Ich bin jetzt wieder auf dem Server, auf meinem Laptop. Kann mit Root-Recht natürlich diese Datei ändern. Nano XRDP Autokomplettierung INI. So, und da sehe ich den Standardport 3389. Den könnte ich jetzt in was anderes ändern. Anderes ändern. Und den Crypt Level Low würde ich sagen, den ändern wir mal auf High. Ne? So. Gut, den Standardport können wir mal 3388, ne, irgendwas anderes, ne, Steuerung O, Hauptsache nicht Standard. Speichern, ne, Steuerung X beenden. So, und dann müssen wir natürlich diesen Service mal vielleicht mal neu starten, ne, also etc init.d xrdp stop. So, jetzt hat der aufgehört, ne. Wenn ich jetzt versuchen würde, eine Verbindung herzustellen zu dem Desktop, sagt er, ist nicht, ne? Weil ich das gestoppt habe auf dem Server. Und jetzt mal wieder Start, damit die INI wieder verarbeitet wird. Start. So. So. Hat er gestartet. Jetzt dürfte ich auch nicht hinkommen, weil der Standardport nicht ist, ne? Ist nicht, ne? Ja? Ja. Was haben wir gesagt? 3388 in dem Fall, ne? Und jetzt komme ich erst drauf. So. Also Standardport haben wir schon mal geändert und Security Level ist high. Gut. Gut, Root. Na, Root, als Root kann man auch rein, ne? Root, was mir nicht gefällt, ist halt, wie gesagt, dass selbst nach einem Reboot, ich log mich gerade mal ein, nach einem Reboot dieser XRDP ständig verfügbar ist, ne? Dass sich jeder zum Beispiel als Root einloggen könnte, ne? Gut, ich will das lieber manuell hier starten und stoppen. Ich will mich erst per SSH einloggen in den Server, so wie ich es hier gemacht habe. Und das Skript starten oder stoppen, wenn ich es dann will, ne? Wenn der Server ständig läuft, dann könnte man das so lassen. Ich habe mich anders entschieden. Ich habe mir noch mit apt-get install bum den Boot-Up-Manager auf dem Server installiert. Ne? Apt-get install bum, ne? Boot-Up-Manager.
So, Anwendung, Systemwerkzeuge, Systemverwaltung, Bootup-Manager. Und da kann man sich dann aussuchen, ob überhaupt der XRDP, ne? Gut, kleiner Hinweis, grafische Anwendung als Root sollte man normalerweise nicht, aber es geht jetzt immer noch besser, als das einfach so laufen zu lassen. Und hier ist XRDP zum Beispiel, könnte ich das Häkchen wegnehmen. Und bei Dienst ist XRDP dann auch aus, das könnte ich dann anwenden, ne? Anwenden, dass es beim Neustart halt nicht so ist. So, und dann geht automatisch auch die Sache hier weg. Also das war der Boot-Up-Manager, mit dem ich das starten könnte. Ich mache halt mal Reboot. Wo ich natürlich im Moment warten. Ne? Jetzt startet sich mein Laptop neben mir neu. Und ich muss kurz warten, bis der sich neu gestartet hat. Dann dürfte ich trotzdem, obwohl er sich neu gestartet hat, nicht reinkommen, ne? Weil dann dieser Service halt noch nicht gestartet ist. Ne? Ich muss dann wirklich dann mit der SSH-Verbindung, hier bin ich auch aus SSH rausgeflogen, ne? Weil sich gerade mein Laptop neu startet, ich mache mal Clear, muss mich wirklich dann definitiv per SSH erst anmelden. Ja, mein Laptop ist nicht so schnell, da muss ich auch noch ein Passwort. Ja, weil es ein Laptop ist, ne, habe ich ein BIOS-Passwort, musste ich gerade noch eintippen. So, und dann starte ich mal und drücke mal, bin ich im Grub-Menü. Gut, also Weg der Wahl ist, wenn es wirklich ein entfernter Server ist, dann will ich mich erst per SSH einloggen, den Dienst starten und dann erst darf R-Desktop funktionieren. Bin ich fertig mit R-Desktop, mache ich nicht einfach nur das Fensterchen zu, sondern logge mich aus und stoppe den Service wieder. So habe ich mehr Kontrolle. Ne? Finde ich besser. Gut, also jetzt neu gestartet das Ding. Ja, jetzt dürfte ich nicht reinkommen, obwohl der Port stimmt. Ne? Versuche mich, mein Laptop ist neu gestartet, mein Server. Ja, die IP-Adresse ist immer noch dieselbe, so, zack. Unable to connect, und das wollte ich, ne? Ich muss mich also erst per SSH einloggen, SSH, root, at 192.168.027. So, gegebenenfalls hier die Portnummer für SSH dahinter, ne, den hätte ich sowieso gerne. So, Passwort. Und jetzt muss ich erst einmal, clear, ich mache das, damit es hier besser zu sehen ist. Erstmal den Service starten, etc init.d xrdp, ups, p, Leerzeichen, Start, so. Jetzt ist dieser Service auf dem Server gestartet, jetzt kann ich vom Klienten aus, ich bin hier Client, mit rdesktop drauf zugreifen, in der Auflösung zu dem Server in meinen Special Port und komme jetzt wieder rein. Gut, ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.